Pia Niehaus hat den Notruf gewählt, weil der Glukosesensor ihrer diabeteskranken Tochter Selina kritische Werte gemeldet hat. Normalerweise weiß die Mutter immer, wo sich die 16-Jährige aufhält. Doch ausgerechnet jetzt gibt es da ein Problem. Hallo! Rettungsdienst, was ist los? Ja, ich habe sie gerufen, weil ich kann meine Tochter nicht finden und ich sehe aber nur, dass ihr Insulinwert ganz weit unten ist und das Tracking, also ihr Tracking von ihrem Handy sagt, sie ist hier irgendwo, ja, aber ich finde sie nirgends. Erstmal ganz einfach, wir sind ja hier mitten auf dem Feld. Ja, ich weiß. Wie haben Sie denn jetzt rausgefunden, dass Ihre Tochter hier sein soll? Ja, wegen der App, um sie zu bewachen. Das heißt, ich sehe ja hier, wie ihr Insulinwert ist. Mhm. Ich kam fast um vor Sorge. Der Diabetes-Sensor in ihrem Arm misst ihre Glukosewerte, also Insulin, und wird dann auf dem Handy gespeichert und auch auf meiner App angezeigt. Wenn sie also unterzuckert, wird ein Alarm ausgelöst, wie eben gerade auch. Und wenn sie dann kein Medikament bekommt, ist sie in Lebensgefahr. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ich war zu Hause. Ich bin nach Hause gekommen, habe gesehen, dass sie ihre Sachen irgendwie eingepackt hat. Ihr Rucksack ist weg, ihre Decke ist weg. Ich weiß nicht, was los ist. Ich erreiche sie nicht, gar nichts. Sie stehen nirgendwo, ihr Insulinwert ist unten und ich bekomme Panik. Also es ist so, ihre Tochter ist zuckerkrank, richtig? Genau. Hat Diabetes. Patienten mit Diabetes haben einen Sensor, dass sie das auch regelmäßig überprüfen können. Haben die zu wenig oder zu viel, müssen sie entsprechend gegensteuern. Und wenn man das beispielsweise nicht gemacht hat und unterzuckert, kann sich das natürlich auch mit Symptomen zeigen, sogar bewusstlos werden und dann eventuell sogar keine Atmung mehr haben und im schlimmsten Fall sogar dann auch versterben. Deswegen war die Mutter auch so besorgt, da sie ja jetzt nicht wusste, wie geht es der Tochter und das, weil sie sich auch nicht gemeldet hat, musste sie erstmal vom Schlimmsten ausgehen. Ist sie irgendwie abgehauen? War da irgendein Grund dazu? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich habe nicht mit mir geredet, aber ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht und also sie mag meinen Freund nicht und vielleicht ist sie deswegen abgehauen. Und den hat sie gesehen? Ja, genau. Ich habe den im Bad liegen lassen und den wird sie entdeckt haben, weil der lag dann nicht mehr an dem Ort. Ich hatte ihn in den Papierkorb geworfen und der lag ja nicht mehr. So, und das ist das Einzige, was ich weiß. Und jetzt ist sie irgendwo mit dem niedrigen Zuckerwert. Genau. Das heißt, wir müssen sie eigentlich schnellstmöglich finden. Ja. Gut, alles klar. Das Problem ist jetzt, wir hätten sie ja wahrscheinlich auf der Fläche gesehen. Das heißt, es wird schwierig. Diese ganzen Felder ablaufen wird auch schwierig. Die ganzen Felder sind ja zu, wird nichts aufgegraben sein, also müssen wir uns erstmal Unterstützung holen. Anders wird es jetzt nichts. Ja, was hältst du von Drohnen? Drohnenstaffel, ja. Auch Hilfsorganisationen und Rettungsmittel entwickeln sich zum Glück weiter. So ist es nämlich auch dazu gekommen, dass in den letzten Jahren oder in letzter Zeit verstärkt Drohnenteams eingesetzt werden, die dann bei der Suche von Personen unterstützen. Das heißt, wir als Rettungsteams kommen an sich erstmal nicht weiter mit einer Situation, wenn eine Person vermisst wird. Und wenn man nach Drohnen hat, die einen kompletten guten Überblick über eine Gesamtlage haben, dazu eventuell noch Hilfsfaktoren wie Infrarot- bzw. Wärmebildkameras dabei haben, kann uns das die Suche deutlich vereinfachen. So, hast du gesagt, was ich gerade gefunden habe. Okay, ja, das Set hier mit Insulin und Glucagon. Sie hat jetzt die Tochter auch nicht weiterhin erreichen können. Ja. Versucht. Und das ist jetzt dann wahrscheinlich das von ihrer Tochter. Das genau. Erkennen Sie jetzt schon wieder. Ja, dann. Ja, auf jeden Fall. Genau, es ist hier raus. Hallo. Hi. Hallo. Wir sind von der Drohnenfeuer. Selinas Notfallset ist eine erste Spur. Aber für Mutter Pia ist damit klar, dass ihre Tochter ohne ihre lebenswichtigen Medikamente unterwegs ist. Jetzt hofft die junge Mutter, dass die eingetroffene Drohnengruppe das unterzuckerte Mädchen schnell aufspürt. Wir sind jetzt selber hier gerade aktuell in der Drohne. Das sind jetzt die Bilder. Hier vorne ist was. Ja, stopp. Ist was? Sieht aus wie eine Mütze. Eine Mütze? Ja. Trägt ihre Tochter eine weiße Mütze? Ja, das könnte sie sein. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja. Ich habe ihr mal so eine gekauft. Das heißt, also ihre Tochter ist definitiv hier wahrscheinlich langgelaufen. Da lag zum einen dieses Insulinkit und zum anderen die Mütze. Auch wenn wir unsere Patientin erst einmal nicht gefunden haben, hat mein Kollege so eine ganz kleine Tasche gefunden, in der Insulin und Glukose drin waren. Das sind beides entsprechende Mittel für Unter- oder Überzucker, die man da verwenden muss. Also eine kleine Notfalltasche in dem Fall. Und wir haben noch eine Mütze gefunden. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass beide Objekte dann der Verschwundenen gehört haben. Konnte uns die Mutter bestätigen, sodass wir wussten, sie wird sich hier irgendwo aufgehalten haben und ganz verkehrt sind wir aktuell nicht. Problem war aber allerdings noch immer, die Patientin war nicht da. Die Zeit geht voran, der Blutzuckerwert kann mit der Zeit nur sinken und es besteht Lebensgefahr. Deshalb mussten wir sie schnell finden. Hier ist eine Scheune, das Tor ist auch offen. Ja, kannst du da ein bisschen näher ranfliegen? Die sitzt hier von dem Hof, oder? Ja, da ist ein Licht. Guck mal, da ist ein Licht. Irgendwas, oder? Ja. Irgendwas flackert da. Flackert irgendwas, ja. Sieht aus wie so. Sieht das in dem Gebäude? Sieht aus wie eine Taschenlampe. Da flackert wirklich was. Ja. 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 Mal heller, mal dunkler. Es wird jemand irgendwie so Zeichen geben, oder? Ja.
Ich würde sagen, wir fahren da mal hin, oder? Ja. Durch die Drohnengeräusche wurde die Person, die gesucht worden ist, auf uns aufmerksam, hat dann quasi mit einem Licht oder mit einem Spiegel uns entgegenreflektiert. Das ist immer sehr nützlich, wenn uns die Personen dabei helfen. Und so können wir diese auch schneller finden. Mutti hinten in den RTW und wir fahren. Also ihr habt hier seit soweit Stellung, ihr bleibt hier, sie kommen dann mit uns mit. Wir fahren mal rüber und gucken, was da los ist. Ja, alles klar. Schnell. Aber schnellstmöglich. Als wir das Blinken dann gesehen haben, habe ich natürlich viel Hoffnung geschöpft. Und auf dem Weg dorthin habe ich mir irgendwie zurechtgelegt, wie ich ihr das denn mit der Schwangerschaft erkläre. Und eigentlich habe ich nur gehofft, dass sie gesund ist und dass wir sie endlich finden und dass alles wieder gut wird und dass einfach nichts Schlimmes passiert ist. Selina? Oh, hier blinkt's. Hallo? Oh mein Gott. Gehst du mal zu ihm, ich mach mal Spalten hier weg. Sie kennen ihn? Oh mein Gott, Dirk! Was ist hier los? Was machst du denn hier? Was ist denn passiert? Oh mein Gott. Ging das mit den Beinen raus? Okay. Blut. Was haben Sie denn gemacht? Was hier passiert? Können Sie uns was sagen? Ich bin von zu Hause abgehauen und heute ist der Balken auf mich gefallen und dann habe ich meine Freundin angerufen, ob sie mir helfen kann. Für uns ist jeder Patient erstmal ein Mensch. Das heißt, jeden müssen wir erstmal behandeln, egal wer es ist und was er gemacht hat. Auch wenn es nicht sofort die Person ist, die wir gesucht haben. Das macht für uns keinen Unterschied. Ist was auf Sie gestürzt? Ja, der Balken auf meinen Fuß. Okay, haben Sie sonst irgendwo gerade Schmerzen oder so? Am Kopf auch. Am Kopf, okay. Okay, zeigen Sie mal. Rein. Blutet's. Hinten haben wir der Kopfplatzwunde, Thomas. Was macht das der Fuß da unten? Ich weiß nicht, ob es eine Fraktur ist. Ich möchte es nicht zu sehr bewegen. Aber hier unten ist blutet ist. Es hat stark geblutet. Wenn ich hier die Wirbelsäule klopfe, tut das irgendwie weh? Nein, aber mein. Nur das Bein. Okay. Wollen Sie sich vielleicht mal ein bisschen aufsetzen? Geht das? Ja, meiner Freundin geht's ganz schlecht. Wo ist die denn jetzt? Ich wollte Hilfe holen, weil ihr Handy ausgefallen ist. Und okay, schauen wir hier für das. Weißt du denn, wohin sie gelaufen ist? Okay. Nein, die wollte Hilfe holen. Aber. Die war auch schon völlig unterzuckert und sie hat Diabetes. Okay. Ich hatte doch so gehofft, dass ich dort meine Tochter wiederfinde und sie in die Arme schließen kann. Aber das, was Dirk dann letztendlich beschrieben hat, hörte sich an, als würde sie gleich in den Koma fallen. Und ach Mann, ich hoffe, ich finde sie einfach nur endlich wieder. Sie wollte mir helfen, aber ihr ging es selber nicht gut und sie hatte kein Handy. Hat sie irgendwohin gesagt, wohin sie gehen will oder wen sie anrufen will oder zu irgendjemand? Sie wollte Hilfe holen. Gut, ich würde gut. Hilft uns jetzt erstmal nicht weiter. Dann müssen wir jetzt einfach mal die Jungs noch mal eben holen von der Drohnentruppe. Die sind gerade noch um die Ecke, dass die einmal noch mal herkommen und von hier aus einfach noch mal starten und gucken. Das heißt, dann muss sie ja wahrscheinlich irgendwo hier noch in der Nähe sein. Guck die doch am besten gerade mal kurz an. Ja. Und holst du noch gerade einen zweiten RTW für ihn? Drohnentruppe von RTW kommen. Das Ganze sah erstmal ziemlich gefährlich aus mit dem ganzen Holz, was auf ihm lag. Und wie es aussah, hat Selina versucht, ihm zu helfen. Da hat allerdings wahrscheinlich dann der Muskel aufgegeben, nicht mehr mitgemacht, sodass sie da nicht weiter helfen konnte und wollte noch weitere Hilfe holen, organisieren. Das war die einzige Info, die wir von ihm bekommen konnten. Wo sie sich in dem Moment aufgehalten hat, konnte er uns leider auch nicht sagen. Die Patientin ist weiterhin vermisst. Wir haben hier nur einen anderen Patienten gefunden, nicht die eigentlich gesuchte Person kommen. Das verstanden, wir sind auf dem Weg. Perfekt, danke, Ende. Ich suche jetzt einfach die Gegend ab. Ja, sie warten auf den Drohnentrupp, weil es bringt nichts, wenn sie dann auch noch irgendwie wechseln. Es wird jetzt hier langsam dunkel, wir haben nicht mehr viel Zeit. Am effizientesten und besten ist es jetzt, wenn wir es mit der Drohne machen. Das ist am besten und schlauesten, dass wir das Ganze so hinkriegen. Glücklicherweise war er erstmal nicht so schwer verletzt. Er war ansprechbar, sodass ein Kollege da bleiben konnte und wir die Suche dann schnellstmöglich dann fortsetzen konnten. Ich mache hier die Versorgung weiter, bis du gerade den Drohnentrupp einweisen und mit der Mutter vielleicht nochmal nach der Tochter gucken. Ja? Weil die Versorgung des verletzten Dirk einige Zeit in Anspruch genommen hat, muss die Suche nach Selina im Dunkeln fortgesetzt werden. Jetzt hofft Drohnenpilot Christian Konitzky, mit der Infrarotkamera die 16-Jährige über ihre Körperwärme aufspüren zu können. Da ist die Wärmesignatur. Das Rote ist jetzt Selina? Genau, das müsste sie sein, ja. Okay, wo ist es jetzt? Ist das jetzt in die Richtung, immer geradeaus. Der Feldweg? Der Feldweg, okay, gut. Hinter der Scheune. 100 Meter den Feldweg dort weiter. Ja. Ich gehe schon mal dorthin. Du kannst dir das Equipment schnappen und einfach dann direkt nachkommen. Okay, ich übergebe noch kurz an den nächsten RTW. Alles klar, wir gehen mal weiter. 100 Meter Feldweg nach vorne. Alles klar. Selina? Selina, hallo. Selina? Selina? Oh mein Gott. Selina? Hallo, Selina? Hallo, hören Sie mich? Selina? Okay, gut. Na? Warte, hier. Okay.
Bis zum Eintreffen bei der Patientin muss man erst einmal vom Schlimmsten ausgehen. Sie hatte sich nicht bewegt, wir haben gesehen, keine Regung, keine Reaktion, auch auf Hilferufe bzw. Rufe von uns gab es keine Antwort. Sie atmet noch, genau, bzw. hat noch einen Puls und schlägt auch noch ihr Herz. Beim Auffinden war sie in einem lebensgefährlichen, kritischen Zustand. Es kann sich sehr schnell verschlechtern und da gibt man dann Glukose. In dem Fall ist es nichts anderes als Zucker im Endeffekt. Und das kann tatsächlich sehr schnell die Symptome wieder aufheben. Das heißt, die Person kann sich von ihrem Zustand sehr schnell wieder verbessern. Heißt natürlich nicht, dass sie aus einem lebensgefährlichen Zustand wieder raus ist. Glukose wird auch schnell wieder abgebaut. Das heißt, man muss sie regelmäßig kontrollieren, regelmäßig nach dem Zuckerhaushalt kontrollieren. In dem Fall konnten wir sie dann wieder einigermaßen glücklich auch stabilisieren und mussten schauen, dass wir sie dann auch in den RTW langsam verbringen und dann logischerweise natürlich ins Krankenhaus. Hallo, hören Sie uns? Hören sie zwinkert schon so ein bisschen mit den Augen. Nee, geht Selina? Schon so ein bisschen. Kommt wieder ein bisschen zu sich. Hallo, Selina? Rettungsdienst. Sie sind gerade in einer komischen Lage hier, oder? Liegen hier gerade mitten zwischen Feldern, irgendwie im Nichts. Was? Okay. Ja, was okay. Ist eine gute Frage? Guck mal, der Blutzucker geht nach oben. Geht es bei Ihnen gerade wieder ein bisschen? Können Sie sich aufsetzen? Setzen Sie sich mal mit dem Oberkörper ein bisschen nach oben. Ja, Puls ist auch okay, Vitalwerte in Ordnung, Thomas. Perfekt. Oh. Mal ein bisschen hier aus dieser Grube da befreien. Ja, herzlich willkommen. Mal her, setzen Sie sich mal hier ein bisschen hin. Ein bisschen aufsetzen. Alles gut, alles gut. Einfach nur absetzen. So, genau. Einfach nochmal hinsetzen. Okay. Geht's wieder gerade ein bisschen bei Ihnen? Genau. Okay, Sauerstoffsättigung ist okay. Werte sehen okay. Das Puls ist okay. Gut, schauen wir mal, dass wir jetzt gleich in den Rettungswagen kommen, ja? Machen wir das? Ja. Oftmals regen sich Teenager über die Sorgen ihrer Eltern auf, dass sie zu schnell auf irgendwie etwas reagieren oder sich zu viel Sorgen machen. In dem Fall hatte Selina Glück gehabt, dass ihre Mutter so schnell reagiert hat. Denn es war so, dass die Patientin selber natürlich in einer blöden Situation war. Sie wollte einem Freund helfen, der selber in einer Notfallsituation war. Ihr ging es selber nicht gut, sie hatte keinen Akku mehr, konnte deshalb auch nicht erreicht werden und niemand anderen erreichen. War selber eine Situation, dass sie an Unterzucker litt, musste aber dennoch irgendwie Hilfe holen. Hat es natürlich versucht, ist leider ein bisschen schief gegangen, aber durch die gute Reaktion der Mutter und unserer Kollegen konnten wir sie dann glücklicherweise auch schnell finden. In dem Fall kann man einfach nur Glück gehabt haben, dass die Mutter so gut dann auch reagiert hat. Ihr Freund ist auch schon in der Klinik, ist ja mit dem RTW hingefahren. Geht's ihm denn gut? Ja, aktuell, okay. Ja, also zumindest als er abgefahren ist. Wir fahren jetzt gleich ins Krankenhaus, da können Sie da nochmal nach ihm sehen. Okay, danke schön, weiß ich Bescheid. Sieh dir, das war total nett, dass du dir geholfen hast, aber du hast mir so einen Schreck eingejagt. Ja, und wieso haben Sie nicht direkt den Rettungsdienst angerufen? Ja, Dirk wollte nicht, dass ich einen Rettungswagen anrufe, weil natürlich dann seine Eltern direkt informiert werden würden. Und ich, ja, dann war das halt so, dass ich halt keinen angerufen habe. Also Sie wollten praktisch nicht, dass Dirk Stress mit seinen Eltern bekommt. Ja, genau, das ist der Grund. Deswegen habe ich halt auch keinen Rettungsdienst angerufen, weil seine Eltern ja auch hier direkt aufgetaucht werden. Das ist minderjährig, also, die werden hier aufgetaucht, ja. Die Eltern. Ja. Gut. Alles okay, klar. Das war aber nur wegen Dirk und jetzt nicht wegen mir oder meinem Freund und dass du meinen Schwangerschaftstest gefunden hast. Nein, Mama, den Schwangerschaftstest habe ich schon gesehen und ich freue mich total für dich. Echt? Ja, natürlich. Ich werde große Schwester und ich freue mich total. Du freust dich dafür? Wirklich. Ich kann es kaum fassen. Oh, ich war so unglaublich erleichtert, dass alles gut gegangen ist und dass ich sie gefunden habe. Ich habe mich halt wirklich getäuscht, dass ich gedacht habe, das ist wegen der Schwangerschaft und so. Aber sie freut sich ja drauf auf unsere neue kleine Familie. Und klar, es ist super, dass sie Dirk hilft und ich bin echt stolz auf sie. Aber bitte, sie muss mich informieren und sie muss mir Bescheid geben. Sonst sieht man ja, was passiert. Ich gehe zu ihr und dann kannst du einmal noch die Drohnenjungs verabschieden? Die Jungs von der Drohnentruppe haben uns zum Glück nicht enttäuscht, wie auch erwartet. Schön war natürlich dann zu hören, dass im Nachhinein die Tochter gar nicht erst abgehauen ist und dass es einfach nur ein Missverständnis war und meistens auch gar nicht so schlimm ist, wie man es vielleicht annimmt und denkt. Selina geht seitdem sehr viel sorgsamer mit ihrem Diabetes um und wird auch auf ihr Notfallset besser aufpassen. Ihr Freund Dirk hatte einen Schienbeinbruch, der aber im Krankenhaus gerichtet werden konnte. Auch Pias Schwangerschaft entwickelt sich gut und ihre Tochter freut sich schon auf ihr Geschwisterchen.